Hallo, ich bin die Sandra Fenzel vom Pferdeinsider.com, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und auch Trainerin. Und ich möchte heute ein ganz kurzes Video machen zum Thema Ausrüstungskunde, die richtige Auswahl von Gerten. Gerten sollen ja kein irgendwie Materinstrument oder Zwangsmittel sein, sondern sie sollen ja auf jeden Fall einfach die verlängerte Hand sein. Und deswegen ist es eben auch ganz wichtig, dass ich ein Pferd entspannt überall angreifen, abstreichen und eben auch berühren lässt. Ja, eine ganz wichtige Sache, die man auch mit einem jungen Pferd immer üben sollte. Ja. Elte wird gleich ein Kompliment machen. Und ich will euch einfach zeigen, dass es grundsätzlich verschiedene Gerten gibt, natürlich vom Material her, natürlich auch vom Preis her und von der Qualität her. Ja. Aber ein paar Sachen vielleicht, auf die man ein bisschen achten könnte, ist einerseits eben auch hier in dem Fall der fehlende Schlag, also die Verlängerung von der Gerte. Das kann manchmal ganz sinnvoll sein, dass man ein Pferd sozusagen mit dieser Verlängerung ein bisschen kribbeln, ein bisschen touchieren kann. Ja. Aber wichtig vor allem finde ich bei Gerten ist eben, wie liegen sie in der Hand, ja, wie ist der Griff, haben sie einen Knauf, gerade für Leute, die noch nicht so erfahren sind, noch nicht so lange vielleicht reiten, ist ein Knauf ganz gut, weil man die Gerte einfach nicht so leicht verliert. Und ganz, ganz, Elia, hoppala, ja, Elia überrennt den Kameramann. So, und ganz, ganz wichtig ist eben auch, nein, er will jetzt wieder ein Kompliment machen. Und ganz, ganz wichtig ist vor allem die Härte der Gerte. Und da gibt es eben auch viele Leute, die das noch nicht wissen. Eine harte Gerte, so wie die, ist speziell eben für Pferde gut, die sehr, sehr fein und sehr, sehr sensibel sind. Ja? Also die ist praktisch deutlich kräftiger und weniger flexibel. Das heißt, ich kann viel genauer und auch spezieller eben Punkte touchieren, Beine touchieren, ja? Und eben auf das Pferd ganz gezielt, ganz genau einwirken. Die hat wenig Eigendynamik und ist deswegen auch für Leute, die noch ein bisschen eine unruhige Hand haben, gegebenenfalls sinnvoller, ja, weil sie einfach nicht so von sich aus sozusagen eiert. Im Gegensatz die ganz weiche Gerte, wir sehen glaube ich den Unterschied, wenn ich es jetzt mal so nebeneinander spiele, dann sieht man, die bleibt gerade und wie ein Stecken. Und die schwarze oder schwarzbraune, ja, ist extrem flexibel. Das ist eine Gerte, die man verwendet bei phlegmatischen Pferden, die eher so ein bisschen träge sind, die eher so ein bisschen auch mal angefeuert werden sollten, ja, weil die hat einfach ein bisschen eine Eigendynamik, die tut nicht weh, die ist total weich, ja, also das macht gar nichts, aber die hat sozusagen ein bisschen mehr Eigenleben, ja, und bringt deswegen auch Pferde oft dazu, selber ein bisschen dynamischer zu reagieren, ja. Ist aber auch schwieriger deswegen in der Verwendung, weil ich eben eine ganz ruhige und genaue Hand haben muss, ja, und gleichzeitig ist es halt so, dass ich eben mit dieser Gerte immer nur sehr fein und weich, aber eben ein bisschen, ich sage jetzt mal, diffuser einwirken kann, ja. Also eher nicht unbedingt für den Anfänger vielleicht geeignet, sondern eher für jemanden, der schon ein bisschen eben mit seiner Hand eben auch und mit seinem Sitz genauer arbeiten kann, aber eben bei phlegmatischen Pferden oft ganz gut und die eben vielleicht einfacher für einen Anfänger, aber ganz, ganz wichtig eben wirklich immer nur sanft die einzusetzen, weil wenn man die fest einsetzt, ja, also wirklich mal draufklopft, dann ist das natürlich von der Wirkung her deutlich stärker wie so ein weiches, bewegliches, gummiartiges Stückchen. Okay, das war's zum Thema Ausrüstungskunde Gerte. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei mir, meldet euch zum Newsletter an, sendet mir eine Mail auf info@pferdeinsider.com oder direkt auf YouTube in die Kommentare oder sehr, sehr gerne auf Facebook auch. Da kriege ich ganz viele Nachrichten, die ich regelmäßig beantworte auf unserer Seite facebook.com/pferdeinsider. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen. Bis bald, eure Sandra und der etwas aufdringliche Eldir. Und weil der Eldir so ruhig gestanden ist und so lieb war, darf er jetzt auch endlich noch sein Kompliment zeigen. Komm hier. Brav, super gemacht. So brav ist der Eldir. So brav. Und wieder auf. Gut gemacht. Super.